Hallo und willkommen bei unserem neuen Dampfgarer-Video. Mein Name ist Aaron und heute zeige ich euch, wie man einen super Kuchen im Dampfgarer einwecken, einlegen kann. Ja? Was brauchen wir dafür? Also zuerst einmal brauchen wir Einweckgläser. Ja? Das heißt, wir wollen hier drin wirklich haltbar machen. Ich habe schon den Gummi drauf, Klammer ist auch drauf. Dann für unseren Teig. In dem Fall werden wir einen Marmorkuchen machen, das heißt, wir brauchen einen hellen und einen dunklen Teig. Wir werden uns einen Grundteig machen und dann einfach die Masse mit Kakaopulver einfärben und dann im Glas zusammenmischen. Also, wir brauchen einmal zimmerwarme, weiche Butter. Mache ich direkt hier rein. Dann feinen Kristallzucker. Dann habe ich hier gemahlene Vanilleschote. Geht natürlich auch Vanillezucker. Auch hier rein. Dann werde ich das Ganze schaumig schlagen und danach die Ei dazugeben. So, dann schlage ich mir die Eier einzeln auf. Ich mache sie absichtlich auf der Tischplatte, weil wenn ich so am Rand aufschlage, kann es sein, dass Eierschalen reinkommen. Das will ich natürlich nicht. So, mal das erste Ei rein. Dann das zweite Ei dazu. So, wenn das Ganze schön verrührt ist, wie ich es hier gemacht habe, kommt Mehl dazu. Dann Backpulver. Backpulver habe ich schon mit Mehl verrührt. Speisestärke, sprich Maisstärke und einen Schuss Rum. Das Mehl werde ich direkt hier gleich hineinsieben. So, dazu kommt dann gleich unsere Speisestärke. So, schön hineinsieben. So, ein Schuss Rum dazu. Dann verrühre ich das Ganze. Und jetzt kommt noch etwas Milch dazu, aber nicht zu viel. Es soll ein eher festerer Teig sein, ja, damit sich die nicht im Glas dann vermischen. Also circa so, ja. Soll er dann sein. Also schön geschmeidig, aber nicht zu flüssig, natürlich auch nicht zu fest. Jetzt mache ich die Hälfte von unserem Teig in eine zweite Schüssel, weil da werde ich dann das Kakaopulver darunter rühren. Damit es halt dann zwei Farben bekommt, unser Kuchen. Auf diese Menge, ja, für zwei Gläser. Mache jetzt circa 2 bis 3 Esslöffel Kakao drunter. Ich rühre das Ganze auch nochmal durch. So, einmal verrühren. Fertig. So, jetzt müssen wir unsere Gläser noch einbuttern und einzuckern. Wenn wir sie stürzen wollen, machen wir das. Wenn wir sie im Glas servieren wollen, brauchen wir sie nicht einbuttern und einzuckern. Ja? Nur wirklich, wenn wir es aus dem Glas rausmachen wollen. Dafür einfach ein bisschen Butter ins Glas schmieren. Beim zweiten genauso. So, Zucker dazu. Einmal so umdrehen. So, und bevor der Kuchen in den Dampflauer kommt, fülle ich den hier ein. Ganz wichtig ist es jetzt, dass wir nicht mehr hineingeben, also bis zur Hälfte vom Glas. Weil wenn wir mehr hineingeben, dann geht natürlich auf der Kuchen, dann drückt er uns den Deckel auf und quillt raus. Ja? Daher wirklich nur bis zur Hälfte vollfüllen. So, dann rühre ich das Ganze ein bisschen durch, wie man es klassisch vom Marmorkuchen kennt. Ja. So, dann mache ich den hier zu, direkt verschließen.
dann auf unser Dampfgarerblech drauf. Und jetzt bei 95 Grad circa 35 bis 40 Minuten lang dämpfen. Ja. Dann noch der Miele-Tipp. Wenn man jetzt entweder das Automatikprogramm, der hat, beim Mieleöfen gibt es ein Automatikprogramm, ja, den kann man direkt nehmen. Wenn man sowas nicht hat, kann man sich zum Beispiel auch programmieren oder wie gesagt bei 95 Grad ca. 35 bis 40 Minuten. Der Vorteil vom Dampfgarn ist jetzt, wenn wir es so machen im Wegglas, erstens wird es super saftig und flaumig und zweitens ist er dann da drin noch haltbar. Das heißt, ich kann den so im Küchenschrank, in der Speisekammer sicher 4, 5, 6 Monate aufbewahren und wenn ein Besuch kommt, einfach aufmachen, fertig. Ja. Natürlich muss dafür das Glas halt wirklich wie bei Marmelade machen, sauber sein. So, dann mache ich den hier direkt gleich in den Dampfgarer. So, ich habe da schon welche vorbereitet, die mache ich hier gleich hin raus. Ja. So, 95 Grad, ca. 35 bis 40 Minuten. Da habe ich schon welche vorbereitet. Wenn sie fertig sind, schauen sie dann so aus. Ja. Entweder so auskühlen lassen, dann einfach in der Speisekammer oder im Küchenkastel aufheben oder wenn ich es direkt essen will, direkt servieren will, kurz mit kaltem Wasser übergießen, dann auch aufmachen, damit es euch nicht verbrennt. Ja. So einfach geht das. Man kann natürlich auch, wenn man schon eingebuttert hat, ja, so wie hier, kann man auch direkt gleich hinausnehmen und dann direkt so servieren. Ich finde es aber lustiger, den Kuchen direkt im Glas zu servieren. Wie gesagt, durch das Dampfgarn wird er einfach viel saftiger, fluffiger und weicher. Das genaue Rezept dafür finden Sie auf unserer Miele Dampfgarerwelt auf ichkoche.at.